Die fünf Geheimnisse der begehrtesten Frauen und wie du sie sofort anwenden kannst, das erfährst du in diesem Video. Wunderst du dich auch manchmal, warum es für so viele attraktive, tolle Frauen schwer ist, einen Partner zu finden? Und dann gibt es wieder andere Frauen, da denkt man sich so, okay, die sind nicht besonders nett oder nicht besonders, ich weiß nicht, ja, aber die haben dauernd jemanden oder die wickeln einen Mann einfach so um den Finger. Wie gibt es das? Was ist dieses Ding, das manche Frauen machen, das sie einfach begehrter macht als alle anderen? Dieses Geheimnis habe ich gelüftet und keine Sorge, du hast das auch. Nur hat es dir noch niemand gesagt und vor allem die Frauen, die das haben, die verraten das oft nicht. Die halten das als Geheimnis, weil sie natürlich weniger Konkurrenz haben wollen. Aber ich lüfte das Geheimnis hier. Ich verrate dir, was manche Frauen so begehrt macht und du kannst es gerne mit all deinen Freundinnen teilen. Denn umso mehr Frauen in glücklichen Beziehungen sind, umso besser. Es ist meine Mission, Frauen in glückliche Beziehungen zu bringen, ihnen zu helfen, ihre Vergangenheit zu heilen, ihr Trauma zu heilen, authentisch zu sein, Selbstliebe zu haben und glückliche, erfüllende Beziehungen zu führen. Deshalb von mir aus, teil dieses Wissen mit jeder Frau, die du triffst, damit so viele wie möglich mit ihrem Traummann glücklich sind. Geheimnis Nummer 1. Die begehrenswerten Frauen, die wissen, dass sie attraktiv sind. Und das hat nichts mit Aussehen zu tun. Aussehen wird massiv überbewertet. Und zwar diese Art von perfektem Aussehen, wie man es im Fernsehen sieht oder in den Zeitschriften, wo alles mit Photoshop bearbeitet worden ist. Ich habe mal bei Austria's Next Topmodel, bei dieser Fernsehsendung, in einer Folge mitgearbeitet und die Frauen gecoacht für mehr Selbstbewusstsein. Und viele dieser Frauen wussten nicht, dass sie attraktiv sind. Ja, natürlich, man hat ihnen gesagt, du siehst am Foto toll aus. Aber als sie da im Raum mit mir gesessen sind, ich sagte das jetzt, unter uns, meine Liebe, die hatten kein Selbstbewusstsein, da war keine Substanz, da war kaum eine Ausstrahlung. Die sahen auf Fotos toll aus, die waren aber alle voller Selbstzweifel. Da war nicht eine dabei, die wirklich ausgestrahlt hat, dass sie mit sich selber zufrieden ist. Die haben wirklich jeden kleinen Millimeter, der nicht gepasst hat, an sich selber kritisiert und waren sehr, sehr unsicher. Also das ist nicht das Ding. Aber zu wissen, dass man attraktiv ist, attraktiv heißt nicht, dass man perfekt schön ist. Attraktiv heißt nicht, dass man perfekte Form hat oder weiß ich nicht, ja, ausschaut wie so ein Bikini-Model. Attraktiv ist was anderes. Attraktiv ist, anziehend zu sein, so das gewisse Etwas zu haben, eine Ausstrahlung zu haben, einfach zu wissen, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist das und das ist eine Eigenschaft, die dich begehrenswert macht. Das ist aber eine Folge deiner inneren Glaubenssätze. Das hat nichts mit deiner Nase, deiner Figur oder sonst was zu tun. Das ist eine Folge dessen, was du intern über dich denkst. Und begehrenswerte Frauen, die denken über sich selber, ich bin toll, so wie ich bin. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich finde mich schön, so wie ich bin. Das ist Selbstliebe. Der zweite Faktor, der dich begehrenswert macht, ist Authentizität. Diese Frauen stehen zu sich selber. Die haben ihre Persönlichkeit entwickelt, unabhängig von dem, was andere von ihnen wollen. Die sind nicht einem Ideal nachgefolgt oder einer Gruppe nachgefolgt. Die haben sich selber entwickelt zu dem, was sie wirklich selber sein wollten. Die kennen ihre Werte, die stehen zu ihren Werten, die kommunizieren ihre Werte. Die haben keine Angst, das zu sagen, was sie denken und was sie fühlen. Die wissen, was ihnen wichtig ist und die stehen auch dazu. Und das macht sie so begehrenswert, weil es sie von der Masse abhebt. Faktor Nummer 3. Sie sind klar in dem, was sie wollen von einem Mann und sie gehen keine Kompromisse ein, keine faulen Kompromisse. Das heißt, wenn die Frau, eine begehrenswerte Frau, wenn sie weiß, sie will eine Beziehung, dann akzeptiert sie nicht weniger als das. Und das macht sie begehrenswert. Wenn der Typ ankommt mit, ja, lass uns halt Freundschaft plus machen, sagt sie nein, will ich nicht. Wenn der kommt mit, naja, aber eigentlich bin ich noch verheiratet, sagt sie nein, will ich nicht. Sie zieht es ganz klar und sie macht kein Drama draus, sie muss nicht diskutieren oder streiten. Sie sagt einfach, schau, ich will eine Beziehung, ich will die Einzige sein, ich möchte respektiert werden, das ist, was ich will. Du kannst dich ändern, du kannst deine Einstellung ändern, du kannst deine Beziehungssituation ändern, für mich, wenn du willst, oder auch nicht. Wenn du es nicht änderst, dann mach dein Ding. Ja, niemand muss sich für mich verändern. Sei, wie du bist, aber du bist dann nicht Teil meines Lebens. Ganz einfach.
Und ich weiß, das ist schwer, oder? Jetzt überleg mal, angenommen, ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du hättest so viel Mut und Selbstsicherheit und Selbstliebe, dass du das einfach sagen könntest. Was würdest du einer bestimmten Person jetzt sagen, wenn du einfach ganz ehrlich sein könntest, ohne Angst zu haben? Schreib es mir in die Kommentare, ich freue mich von dir zu lesen. Punkt Nummer 4. Begehrenswerte Frauen wissen, wie sie mit einem Mann umgehen müssen. Sie haben verstanden, dass der Mann nicht so tickt wie eine Frau. Also, dass du nicht mit einem Mann, wenn du ihn kennenlernst, wenn man sich verliebt, dass du nicht mit ihm umgehst wie mit der besten Freundin. Dass der andere Bedürfnisse hat als eine Frau, einen anderen Kommunikationsstil hat als eine Frau, dass ihm andere Dinge wichtig sind als uns Frauen, dass er Emotionen anders verarbeitet, dass er andere Dinge braucht, um sich zu verlieben als eine Frau, das weiß sie. Die begehrenswerten Frauen verstehen Männer. Die verstehen Männer teilweise besser als sie sich selbst. Und das in Kombination mit den anderen vier Eigenschaften, die fünfte erfährst du gleich. Aber in Kombination mit den anderen vier Eigenschaften macht diese Frauen einfach außergewöhnlich. Und übrigens, dabei kann ich dir helfen. Also Männer verstehen und auch bei den anderen Punkten. Aber Männer verstehen, da habe ich eine Menge Informationen dazu auf meiner Webseite, in meinen YouTube-Videos, in meinen Coaching-Programmen. Also daran soll es nicht scheitern. Und Punkt Nummer 5, und das ist ganz besonders wichtig. Pass gut auf. Sie lassen ihn für die Beziehung arbeiten. Sie gehen nicht davon aus, dass sie alleine alles erledigen müssen. Viele Frauen machen das und das ist total unattraktiv. Viele Frauen rennen dem Mann hinterher mit, wann treffen wir uns, wann sehen wir uns und komm und lass uns reden und lass uns machen und ich helfe und ich unterstütze dich. Das machen begehrenswerte Frauen nicht. Die lassen ihn um sie kämpfen. Er muss arbeiten, er muss sich bemühen. Aber sie zeigen Interesse. Sie zeigen ihm, dass sie ihn gut finden. Sie lächeln ihn an. Sie gibt ihm ihre Telefonnummer. Sie sagt, schau, hier ist meine Nummer, lass uns was trinken gehen. Aber dann muss er den Termin ausmachen. Dann muss er auf sie zukommen. Und das macht sich am Ende bezahlt. Du siehst also, es ist relativ einfach, eine begehrenswerte Frau zu sein. Der eine Punkt hat viel mit dem Verständnis zu tun, Männer zu verstehen. Da bitte habe ich unzählige Informationen für dich. Die anderen vier Punkte haben hauptsächlich mit Selbstliebe zu tun, mit Selbstwertgefühl zu tun. Und da kann ich dir auch helfen. Ich habe ein kostenloses Selbstliebe-Webinar für dich. Wenn du das noch nicht gesehen hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das anzuschauen. Dann mache ich auch eine Hypnose mit dir, eine Selbstliebe-Hypnose. Und ich zeige dir, wie du das täglich in dein Leben integrieren kannst und innerhalb von 21 Tagen bist du ein neuer Mensch. Also, du kannst dir das kostenlos jetzt ansehen, indem du einfach hier klickst, in der Mitte vom Video oder unter dem Video findest du in der Beschreibung den Link zum Selbstliebe-Webinar. Schau dir das an, das ist spannend und das wird dir deine Augen öffnen. So, meine Liebe, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Selbstliebe-Webinar. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video.